Ach, jetzt. Mann, nee. Das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Ha, ich habe gewonnen. Fordere mich ruhig wieder heraus, wenn dich diese Niederlage wurmt. Bis später. Xerox. Panflam! Ich würde gerne einmal mit Panflam sprechen. Panflam! Ach, okay, mit dem bin ich wohl schon befreundet. Nee, danke. Gokodon! Wo muss ich denn hin? Würde mir das mal einer verraten? Hier, Magnetilo. Magnetilo? Wir drei Brüder haben Verstecken gespielt. Aber Verstecken macht mehr Spaß als Suchen. Ein einzigartiger Rempler von dir. Ich liebe den Nervenkitzel, wenn eine Holzkiste zerbricht. Lass uns Freunde sein. Wow, okay, das war ja einfach. Gut, versuchen wir es mal mit Kleinstein. Kleinstein. Ich habe Verständnis dafür, dass Knocker seine Aufgabe ernst nimmt, die Bären zu bewachen, aber er übertreibt es ein wenig, oder? Hast du Lust auf einen Wettstreit? Im Verstecken bin ich echt klasse. Na, wie sieht's aus? Lust auf eine Runde Verstecken? Jo. Versuche mich zu finden. Ich hab dich gefunden. Kleinstein. Das war jetzt aber nicht gerade das Mörderversteck. Kleinstein. Es freut mich, dass du mich unter all den Steinen hier ausfindig machen konntest. Klasse, lass uns Freunde sein. Kleinstein ist jetzt dein Freund. Ich glaube, mit Flemly bin... Oh, warte mal, wer ist das denn? Bolteros, seit die heiße Quelle versiegt ist, lassen sich kaum noch Teilnehmer für mein Spiel hier blicken. Und ich blase Trübsal, ich erlebe eine Rezession. Was heißt das? Was das heißt? Nun, eine Phase konjunkturellen Rückganges immer noch nicht verstanden, die Lage ist ernst. Bolteros. Du solltest aber bislang noch nicht viele Freunde gefunden, oder? Es freut mich, dass du teilnehmest, aber bring noch ein paar mehr Freunde zum Spiel mit. Damit es lustiger wird, mit 50 Freunden darfst du Platten dreschen. Auch du Platten dreschen. Wie viele Freunde habe ich denn? Ah, noch 7 Stück brauche ich also. Meine Fresse. Mach vorbei! Ich wollte die, ursprünglich nur ein wenig spielen und dann gleich in die Magmazone zurückkehren. Aber nun steckt die Lore fest und ich kann nicht umkehren. Und dabei wollte ich doch mit Glumanda spielen. Wer das ist, der ist erst seit kurzem in der Magmazone. Logok soll ihn davor bewahrt haben, ein Opfer der glühenden Lava zu werden. Die Lore wird wohl so schnell nicht wieder einsatzfähig sein. Hey du, lass uns kämpfen. Du willst mit mir kämpfen, du kleiner Pimpfling. Worauf warten wir eigentlich noch? Oh mein Gott, also es tut... gar keine Chance gegen mich, du kleiner Zwerg. Ja, definitiv keine Chance. Flemly? Du bist unfassbar stark. Wollen wir bald wieder spielen? Lass uns Freunde sein. Flemly ist jetzt dein Freund. So. Komme ich denn hier hin? Ach so, jetzt bin ich nur einmal hier rumgerannt. Mauzi! Mauzi! Ich bin eigenes Weges der berühmten heißen Quellen angereist. Doch offenbar ist sie versiegt. Was für eine Enttäuschung. Ein Wettstreit, okay, aber bei mir gibt's nur Ratespiele. Nun gut, lass uns anfangen. Frage Nummer 1, bitte sehr. Welche Form hat meine Schweißspitze eingerollt? Ha, genau. Frage Nummer 2, bitte sehr. Wer brachte die Lore in der Höhlenzone? Flunki. Nee. Dicta Pantimos? Ha, genau.
Frage Nummer 3, bitte sehr. Wie viel Zubat gibt es in der hohlen Zone? 11. Ah, genau. Goldrichtig, Spitzenklasse, du bist einfach unglaublich. Lass uns Freunde sein, wollen wir bald wieder spielen? Morty ist jetzt dein Freund. Okay. Wo komme ich jetzt hier hin? Hier war ich doch schon mal. Ich bin der Einladung eines Freundes gefolgt und hier in der heißen Quelle zu baden. Doch die ist leider ausgetrocknet. Zu allem Überfluss ist mein Freund jetzt auch noch verstimmt. Habe ich nicht mehr Grund zum Schmollen? Möchtest du kämpfen? Nein. Wir sind schon befreundet. Kein Problem, komm einfach wieder, wenn du mehr Lust hast. Okay. Nee, hier geht's wieder hoch. Und hier unten war ich doch schon mal. Komme ich denn hier lang? Da hinten ist was, was ich ansprechen kann. Stolunje, mein Magen knurrt ganz heftig. In der Magmazone soll es eine ganz tolle Maschine geben, die aus dem Erdboden so viel Eisenerz zutage fördert, wie man nur essen kann. Aber leider ist die Lore ja im Moment nicht einsatzfähig. Ich habe da eine Bitte an dich. Wärst du so nett, die Holzkisten aufzupressen für mich und Eisenerz zu suchen? Natürlich. Nichts leichter als das. Aufheben. Wo ist der denn jetzt? Ah, da hinten. Warum läufst du denn hier rum? Bleib doch einfach stehen. Oh, Eisenerz, ist das für mich? Das ist aber nett von dir. Tja, es geht eben nicht über Freunde. Stolunje ist jetzt dein Freund. Das ist vielleicht lecker. Sie hätte lieber auch Eisenerz verputzen sollen, anstatt sich an dem Schienenstück zu vergreifen. Wie bitte, wen ich damit meine? Nun, jenes bezauberndes Pokémon. Die liebe Flunkiefer natürlich. Neulich habe ich sie selbst das Schienenstück herausbeißen sehen. Flunkiefer, okay. Die ist das da, das ist die. Du hast mich erwischt. Nun, ich hatte in der Tat das Schienenstück herausgebissen. Nun, eigentlich war es der Kiefer an meinem Hinterkopf, nicht ich. Wo das Schienenstück ist, willst du wissen? Besiege mich im Weltstreit und ich verrate es dir. Möchtest du fangen spielen? Jo. Okay, lass uns loslegen. Hoffentlich ist sie jetzt nicht allzu schnell. Uffa. Verstehe, ich kann die also nicht von hinten anrempeln. Ich muss also von der Seite kommen. Ja, Mann! So. Das war aber auch echt fies. Du brauchst doch nicht gleich so ruppig zu sein. Ich sage dir, wem ich die Schienenstücke gegeben habe. Diktri war so nett, es für mich zu verstecken. Gehe zu ihm hin und sprich ihn darauf an. Weshalb ich das Schienenstück herausgebissen habe, willst du wissen? Nun, wenn sich die Lore nicht mehr von der Stelle rührt, kann auch niemand mehr fort von mir, oder nicht? Oh, möchtest du etwa mein Freund sein? Lass mich einmal überlegen. Wenn du mir versprichst, die Höhlenzone niemals zu vergessen, dann können wir Freunde sein. Ich habe das herausgefunden. Gib es Patimus bitte umgehend zurück, wenn du es erhalten hast. Ich werde ihn später noch persönlich um Verzeihung bitten. Ich dachte, wir wollten Freunde sein. Nun gut, jetzt heißt es dann wohl erst einmal Dick zu suchen. Ah, der ist da hinten. Flunkiefer hat dir also alles erzählt, stimmt's? Ja, ich war es, der das Schienenstück versteckt hat. Wo ich es versteckt habe, möchtest du wissen? In einer Holzkiste im Bärenlager, das von Knocker bewacht wird. Gib das Schienenstück bitte Pantimos zurück, wenn du es gefunden hast. Ah, im Bärenlager. Okay. Oh, da ist auch der letzte. Magnetilo ist aufgetaucht.
Magnet Zone ist eingetroffen. Oder Zone, oder, ja. Wie dem auch sei. Okay, jetzt müssen wir wieder zu Knöcker zurück. Das müsste hier gewesen sein. Ja, perfekt. Wie bitte hier im Bärenlager soll sich jenes Schienenstück befinden? Und ich soll dir erlauben, hier danach zu suchen? Ach wo, völlig unmöglich, wo ich doch die ganze Zeit hier am Eingang Wache halte. Wie hätte sich jemand hier einschleichen sollen? Unmöglich. Also mir ist hier das Schienenstück nicht unter die Augen gekommen. Andererseits scheinst du auch nicht die Unwahrheit zu sagen. Lass uns darum kämpfen. Gewinnst du, darfst du dich hier in aller Seelenruhe umsehen. Mir bleibt nichts anderes übrig. Fuck. Warum kann ich hier nicht anrennen? Autsch. Sau. Gott. Bin hier nicht so viele Scheiße im Weg. Und würdest du nicht immer dran vorbeirennen, Pikachu? Wie kann das denn sein? Diese scheiß Wii-Steuerung ist so unglaublich. Alle Achtung, du bist ziemlich gut. Dann darfst du durch. Ich habe aber wirklich niemanden hier gesehen. Was sagst du, Dicky hat sich einen unterirdischen Tunnel bis ins Bärenlager gegraben? Hättest du das direkt gesagt? Entschuldige, dass ich an dir gezweifelt habe. Aber der Kampf war aber sehr unterhaltsam. Lass uns Freunde sein. Wollen wir beide uns demnächst wieder ein kleines Kämpfchen liefern? Ich muss stärker werden, um die Bären in Zukunft besser bewachen zu können. Stimmt, du warst ja wegen des Schienenstücks hier. Nicht? Sieh dich in aller Ruhe hier um. Knocker ist jetzt dein Freund. So, wie viele Freunde habe ich jetzt? Noch 3 Stück bräuchte ich, um an diesem Spiel teilnehmen zu können. Bäre. Noch eine Bäre. Noch eine Bäre. Okay. Hier kann ich wohl jemanden zu fressen geben. Bäre. Dicta ist aufgetaucht. Okay, ein Dicta. Dicta, bist du auf der Suche nach dem Schienenstück? Hehe, ich habe es am sichersten Ort der Höhlenzone versteckt. Wo willst du wissen? Na, direkt unter dem tief und fest schlafenden Relaxo natürlich. Oh, das hätte ich nicht sagen dürfen. Du kleiner Zwerg. Na, komm schon. Pikachu. Kann ich jetzt nochmal mit Dick da irgendwie sprechen? Wow. So. Das ist ja schön wieder an seinem rechten Platz. Das heißt also nicht, dass jene, die die Höhenzone verlassen haben, auch wieder hierher zurückkehren. Übrigens kann es sehr mürrisch werden, wenn man ihn aus dem Schlaf reißt. Aber eine große Bäre wird ihn sicherlich wieder milde stimmen. Okay. Ich hatte hier doch irgendwo eine große Bäre. Gut, dass ich den noch mal vorher angequatscht habe, dann kann ich die Bäre nämlich direkt mitnehmen. Dann ist die ja irgendwo hier unten. Ah ja, genau, hier hinten unten ist das Vieh. So. Perfekt. Das ist ja eine große Bäre. Ist die etwa für mich?
sieht so aus, als würde die Dings wieder zurückkommen. Welle. Was war denn das? Ich habe doch gerade Wasserrauschen gehört. Oh, ob da etwa eine heiße Quelle hervorsprudelt? Dort drüben habe ich ein Loch gegraben, worin ich das Schienenstück versteckt habe. Meine Nachforschungsfolge soll diese heiße Quelle in der Höhenzone versiegt sein. Dass eine neue heiße Quelle hier hervorsprudelt, ist unglaublich. Das muss ich allen unverzüglich mitteilen. Oh, wie schön, ich schlafe hier noch etwas, bis jemand Besonderes vorbeikommt. Ich bin was Besonderes. Fun Pi ist bei der heißen Quelle. Raichu ist bei der heißen Quelle. Oh, ich liebe Raichu. Okay, trotzdem speichere ich jetzt hier und beende für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, tschüss.